Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute mit einem Thema. Wenn man so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene drin ist, hört man das ständig. Und zwar, dass es unglaublich wichtig ist, mit welchen 5 Menschen du dich am häufigsten umgibst oder mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wenn das nämlich Menschen sind, die dich nur runterziehen, über die du dich ständig ärgerst, dann ist natürlich der Grundtenor deines Lebens auch eher negativ. Und bei uns sind das ja unsere Kinder, unser Partner und dann noch so Familie, Freunde, Kollegen. Müsst ihr halt mal schauen, mit wem ihr so die meiste Zeit des Tages verbringt. Bei mir sind das die Kinder, ist das Manu und dann ist es auch schon so, also mal der, mal der, mal der, muss man halt auch mal schauen. Manchmal kann man es nicht so genau auf 5 runterbrechen. Und dann schreibt die Leute mal auf. Also so mindestens 5, manchmal werden es auch einfach mehr, weil man dann nach den Familienmitgliedern dann halt gucken muss, da verbringt man meistens gleich viel Zeit mit bestimmten Personen. Und dann beurteile mal den Einfluss dieser Personen. Also gib ein Doppelplus für Leute, die dich immer pushen, die immer hinter dir stehen, die dir immer positive Laune machen. Nur ein Plus, wenn es halt so schön ist. Eine 0, wenn du es so gar nicht beurteilen kannst oder wenn das jetzt, wenn da nichts Positives und nichts Negatives kommt, dann ein Minus, wenn es doch manchmal schon negativ ist und ein Doppelminus, wenn dich diese Person einfach permanent runterzieht. Genau, und dann, es ist immer schwierig zu sagen, die Personen, die da ein Minus oder ein Doppelminus kriegen, die schmeiße ich einfach aus meinem Leben. Manchmal geht das auch einfach nicht. Wenn es Familienmitglieder zum Beispiel sind, aber dann kann man zum Beispiel schauen, A, kann man die Beziehung irgendwie verbessern oder B, kann ich den Kontakt einfach reduzieren, sodass diese Person nicht mehr zu meinen Top 5 gehört, sondern vielleicht nur noch zu den Top 10. Und beurteilt da wirklich, hilft euch die Person, pusht sie euch, euch weiterzuentwickeln, bringt sie euch weiter, sorgt sie dafür, dass ihr fröhlich seid, dass ihr euch gut fühlt. Also wir haben dann zum Beispiel auch mal bei unseren Freunden so, was heißt aussortiert, ist jetzt schlecht gesagt, aber wirklich die Leute, unsere Energieengel nenne ich die immer gerne, wo ihr aus einem Treffen rausgeht und einfach so, oh, es war so schön, ja. Es war einfach nur eine positive Stimmung und ihr geht damit ganz viel Energie aus dem Treffen raus. Das sind Leute mit einem Plus oder einem Doppelplus und die sollten dann zu unserem engeren Kreis gehören, mit denen wir sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und im Gegensatz dann Energievampire, die uns halt oft die Energie entziehen, weil sie ständig meckern, nur lästern, oberflächlich sind, uns ein schlechtes Gefühl vermitteln, ja, mit denen sollten wir dann halt einfach nicht so viel Zeit verbringen und da einfach mal zu schauen, mit wem umgibst du dich sehr, sehr oft und vielleicht einfach auch nur in Kategorien Energievampir oder Energieengel und dann schau, dass du mehr Zeit mit den Engeln verbringst oder halt mehr Zeit mit den Leuten verbringst, die von dir ein Plus bekommen haben und oder anders das Verhältnis einfach irgendwie zu verbessern oder ganz klar eine Ansage zu machen, hey, wir können uns super gerne treffen, weil ich dich mag, aber ich möchte nicht mit dir lästern und ich möchte auch nicht, dass du mir eine Stunde irgendwie was vorheulst, was du mir eigentlich schon beim letzten Mal erzählt hast. Du kannst mir gerne was erzählen, dich bei mir ausschütten, aber nicht unser ganzes Gespräch, unser komplettes Treffen sollte auf so negativen Sachen beruhen. Genau, ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, wie ihr die Top 5 Menschen oder Top 10 Menschen in eurem Leben einschätzt, ob das eher Energieengel oder Energievampire sind, eher Leute mit einem Plus oder eher Leute mit einem Minus. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, tschüss!